shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, Rockstar hat heute diese Woche das neue Free-Mode-Event angekündigt, und in dieser Woche handelt sich alles, jetzt habe ich es ja schon verraten, um das Free-Mode-Event, Gedönse-Event-Woche, so, ich bin gerade ein bisschen out of map, so. Was gibt's denn Neues in dieser Woche? Es gibt komplett doppelt RP und Doppelgeld auf alle Free-Mode-Events, also König im Schloss und Bestie-Jagd und was es da alles gibt. Auf jeden Fall, da gibt's für jedes Event Doppelgeld und Doppel-RP, außer auf das Zeitrennen. Zusätzlich gibt's fette Rabatte, wo ich jetzt sagen muss, so, ja, okay, es sind Rabatte, aber ob sie wirklich fett sind, lässt sich drüber streiten. Auf jeden Fall, es gibt fette Rabatte auf den Vapid FMJ. Jay, sagt man das so? FMJ halt, ja. Auf Deutsch FMJ und auf Englisch FMG. Da, auf dieses Fahrzeug gibt es 25% Rabatt, und es gibt auf den Karin Sultan, auf das Upgrade zum Karin Sultan RS auch 50% Rabatt. Das heißt, ihr spart euch da ungefähr $200,000. Ja, ist jetzt nicht so der Hit, aber ja, weil die Aufrüstungskosten alles in Bennys Garage ungefähr nochmal 1 Million kostet, also ja, bringen die 200.000, wo ihr euch das spart, nicht unbedingt viel, aber es gibt 50% Rabatt auf das Upgrade vom Karin Sultan auf den Karin Sultan RS. Dann gibt's sagenhafte 50% auf die Zündungs- und Autobomben. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal benutzt hat, ich noch gar nie, also 50% auf Sprengstoffmodifikation im Los Santos Customs finde ich jetzt nicht so atemberaubend. Auf jeden Fall gibt es nochmal 25% auf alle Lackierungen. Dann gibt es 50% Rabatt auf Körperpanzerung, also die ganzen Panzerungen, wo ihr euch da im Ammunition kaufen könnt. Dann gibt es 50% Rabatt auf Pistolen, 25% auf MPs und Sturmgewehre. Dann gibt es noch 50% Rabatt auf Luxus-Waffenverifizierungen, die ihr euch im Ammunition kaufen könnt. Und ich muss sagen, also wenn ich mir das alles so durchlese, das sind ja richtig fette Rabatte, wo Rockstar diese Woche raushaut. Ja, naja, okay. Und es gibt natürlich ein neues Premium-Stuntrennen, und das nennt sich Rally. Und da gibt es halt natürlich auch wieder für den Sieger 100.000 Dollar und für den Zweitplatzierten 30.000 Dollar und für den Drittplatzierten 20.000 Dollar. Das ganze Premium-Rennen kostet natürlich 20.000 Dollar, das heißt, wenn ihr Vierter werdet, dann habt ihr 20.000 Dollar in den Sand gesetzt, und wenn ihr Dritter werdet, dann habt ihr zumindest mal euer Geld zurück. Und für den Gewinner gibt es zusätzlich 15.000 RP, was ich richtig geil finde, aber ihr müsst natürlich schon ein bisschen fahren können, um das Ganze nutzen zu können. Aber ja, das kriegt ihr schon hin, denke ich mal. So schwer ist das Ganze nicht. Habe ich auch schon ein paar Mal geschafft. Also, das schafft ihr bestimmt auch. Jo, das war's auf jeden Fall mit dieser Eventwoche. Ich muss sagen, relativ mies und langweilig. Ich werde mal gucken, ob ich da mal ein paar Freemode-Events machen werde. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, freut euch auf diese tolle Freemode-Eventwoche. Vielleicht kommt nächsten Freitag was Neues raus. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir natürlich ein Like da, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, euer Zeddy.